Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Rembert. Weiter geht die Reise auf unserem Planeten mit unserer kleinen Kolonie. Wir bauen mal ganz kurz hier ein bisschen Licht ins Dunkle, dass wir hier einfach mal ein bisschen wieder was sehen. Okay. Gut, wenn wir das gemacht haben, kümmern wir uns um andere schöne Dinge. Ich weiß nur noch nicht ganz genau welche. Ich habe noch keinen großen Plan. Sagen wir mal so. Die Forschung läuft. Wir haben Maschinenbau so gut wie durch. Das bedeutet, wir haben auch dann den Server bald fertig. Das ist doch schon mal ein sehr guter, großer Pluspunkt, wo wir ja wirklich drauf hinarbeiten. Wir haben aktuell 600 Silberlinge. Damit können wir nicht wirklich irgendwas machen, leider. Muss ich leider gestehen. Also, damit ist gerade kein Blumentopf zu kaufen und zu machen. Müssen wir mal überlegen, wie wir da weitermachen. Wer baut das hier gerade? Howard. So, er kocht auch gerade. Das ist gut, aber du darfst den Parker weiterbauen, wenn du denn Lust hast, dass wir hier die Rohstoffe, die Rüstungen, die Rüstung, die Klamotten fertig bekommen. So, da wollte ich hin. So, wir löschen mal ihm ganz kurz den Ablauf. Okay, das passt. Ah ja, jetzt wird hier drin gerade der Boden gebaut. Und mal schauen, wie es da vorwärts geht. So, wir brauchen leider... Ah, guck mal. Das alte Ding wird hier abgebaut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das ist sogar sehr gut. Dann haben wir den Platz nämlich auch endlich fertig. Okay, was bedeutet das? Wir sind soweit, dass wir... Also der Boden ist jetzt so ausschlaggebender Punkt. Der wird uns jetzt noch einige Zeit in Anspruch nehmen tatsächlich. Ich bin am überlegen, ob wir hier noch einen zweiten Tisch einfach hinbauen sollten. Einfach gegenüber. So. Und wir haben jetzt zwei abgestellt, dass die für uns Handwerk betreiben. Und dass wir einfach jetzt einen zweiten bauen, dass da einfach ein bisschen zackiger abgeht. Wir können hier noch sowas hinbauen, dass es ein bisschen schneller wird. Ich weiß nur nicht, wie viel Prozent das gibt. Guck mal. Das ergibt 5%. Jibi. So, dann haben wir noch ihn hier. Den könnten wir auch noch hier hinbauen. Das gibt, glaube ich, auch nochmal 5% oder so. So, das wird auch gebaut. Mal schauen, wie viel Prozent es gibt. Ich weiß, meine 10 kann es sein. 6, okay, ja gut. So, dann sind wir schon bei 11. Das ist doch auch schon mal ein kleiner Sprung. Wie sieht es eigentlich, warum ist das Ding eigentlich so defekt und keiner repariert es? Das frage ich mich jetzt gerade wirklich. Das Ding ist komplett hinüber, oder was heißt komplett, aber schon angehaucht, kaputt. Und keiner kümmert sich drum. So. Was machst du eigentlich? Achso, du machst die Hosen und Kleidung für die Kids gerade. Das ist okay. Eine Hose fehlt jetzt noch. So, wie haben wir hier einen? Ne, wir haben noch keinen fertig. Abscheulicher Wohnraum. Alles klar. Ja, wir müssen halt mal aufräumen, ne? Haben wir ein Lager? Warte mal, haben wir hier schon Industrie? Ne, wir haben das noch nicht. Und zwar hätte ich gerne das Lager eigentlich. Dann könnte man da die Steine reinlagern. Ihn könnten wir benutzen. Dass wir dann sagen, okay, wir
lagern wir die Steine da wenigstens langsam mal ein, da das hier nicht so ganz so schlimm aussieht. Wird auch schon gebaut, sehr gut. Die Mulde. Und zwar dürfen jetzt hier die Brocken rein, die Felsbrocken. So, und dann könnte man nämlich hier sagen, okay, wir können hier gar nichts sagen. Moment. Hier können wir was sagen. So, die lassen wir jetzt mal einfach mal umlagern. Und zwar hier in die Mulde rein. Hier machen wir das aus. Moment. Die Brocken können hier raus. So, im Regelfall dürften hier gleich so 1, 2, 3 da reinwandern. Und die bräuchten dann halt nicht immer da rumzufliegen und das Zeug zu holen. Was wir noch machen, wir sagen, lege es einfach zum besten Lager. Lege es einfach auf den Boden. Ist doch auch okay. Ist doch auch okay. So, genau. Und schon hat er ein bisschen was zu tun. Und kriegt damit so ein bisschen was weg. Wir haben hier ein einmal Rettung. Einmal Rettung. Was kann er? Was macht er? Freundlich schnell laufen. Er ist Kunst. Das ist mal geil. Das ist mal sogar sehr geil. Also wenn er zu uns kommen möchte, wäre cool. Weil Kunst. Kunst ist immer gut. Kunst ist immer gut. So. Also da oben das Ding ist tatsächlich schon leer. Immer noch abscheulich tatsächlich der Raum, aber shit happens. Es putzt da nochmal schön und hier werden auch wieder Steine hingeliefert. Ja, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, es läuft wirklich cool. Was mir so ein bisschen fehlt, ist immer noch, wir brauchen halt ein paar Sachen. Also, das ist mein großes Manko, was ich aktuell habe. Also so zum Beispiel automatisches Bauen hätte ich gerne. Aber das haben wir halt noch nicht. Und wir können es auch, glaube ich, nicht vorziehen, oder? Ich guck mal ganz kurz, was ich denn überhaupt suche. Und zwar hier diesen komischen Bilder für die Steine. Ich bin gerade am überlegen, wo das Ding denn war. Das war doch eigentlich hier unten, oder? War das nicht hier irgendwo bei schon? Ziemlich am Anfang? Ne, das sind nur die Belts, also die Förderbänder. Das sind nur die Förderbänder. Das ist auf jeden Fall falsch. Da sind die Türen, die wir nicht suchen. Ich dachte, die wären eigentlich am Anfang immer dabei gewesen. Oder ich vertue mich hier gerade wirklich komplett. Das kann ja durchaus möglich sein. Warum kann ich denn die Bunker schon erforschen? Irgendwie auch interessant. Oder war das hier? Ach, da ist es. Warte mal, sind die das? Jo, die sind das. Warte mal, dann schieben wir das doch mal ganz kurz vor. Okay. Gut. Also wenn wir das haben, dann wäre natürlich das ganze Leben hier nochmal ein bisschen einfacher. Dann brauchen wir das nämlich alles nicht. Dann legen wir das einfach nämlich in die Kiste rein oder in das Lager und dann ist alles easy. Dann läuft er nämlich automatisch durch. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Steine. Das wäre natürlich ein Träumchen. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Kann ich ihn dazu zwingen, dass er forscht? Das würde ich mal ganz kurz gerne testen. Ob wir ihn dazu zwingen können, dass er forscht. Nee, er will lieber noch jemanden füttern. Ah, okay, das ist okay. Er geht tatsächlich forschen. Das ist cool. Das ist sogar sehr gut. Okay, das ist sogar sehr gut. Das ist nicht so gut. Die Viecher sind gar nicht so gut in meiner Bude. Okay, das ist nicht gut. Aber ja, okay, das ist
Die mähen hier mir alles weg und fressen hier alles weg. Okay. Dann müssen wir ganz kurz was machen. Und zwar, du kommst mal ganz kurz mit. Ach du heiliger Scheiße. Okay, du bleibst irgendwo da. Die sehen ja alle so kacke aus. Okay, der sieht noch okay aus. Wir gehen mal ganz kurz hier runter. Und beschießen die. Okay, wir beschießen hier ja nichts. Du läufst mal ganz schnell wieder rein. Da hatten wir aber jetzt Glück. Okay, ja. Okay. Dann gehen wir nochmal raus. Dann versuchen wir das jetzt noch einmal. Okay, und dann laufen wir hier rein. Nein, nicht mein Bot. Lass mein Bot in Ruhe. Du gehst auch mal weg. Lass mein Bot in Ruhe. Okay, er überlebt. Das ist doch gut. So, und er kann auch Dinge machen. Die kommen durch. Really? Okay, das ist nicht gut. Okay, warte mal, ich schließe mal ganz kurz uns hier ein. Ich schließe hier uns einfach mal ganz kurz ein. Kompletto. Hier darf keiner mehr raus, bis die zwei Hampel da draußen weg sind. Wir sollten vielleicht hier irgendwie eine Verbindungstür dran machen. Okay, der eine ist weg, der andere liegt auch schon tot, verletzt dort. Dann können wir die Türen wieder aufmachen, alles gut. Aber das sollten wir auf jeden Fall hier ändern. So. Okay. Ja gut. Dann müssen wir es halt so machen, dass wir hier noch eine Tür reinbauen. So, achso, und hier hinten müssten wir eigentlich auch mal Türen einbauen, ne? Wäre mal ganz cool, oder? Also hier und dort eine. Okay. Dann haben wir das auch. Dann haben wir das. Wir erlauben eben alles einmal. Hier liegt sehr viel Essen rum. Nur mal so by the way. Wir können eigentlich alle aktivieren, wenn es nicht sogar schön ist. Und ja, hier liegt jetzt halt richtig, richtig viel Zeug rum. Er forscht jetzt natürlich durch, ne? Ist das gut oder ist das nicht gut? Ich sage nein, es ist nicht gut. Wir könnten ihn gerade tatsächlich irgendwo anders besser gebrauchen als beim Forschen. Also, ja, doch. Das ist okay. Wir haben jetzt halt das nächste Problem. Der Tiefkühler ist halt auch schon wieder voll, ne? Der zweite, der dritte, ach, der vierte. Sucht euch was aus. Tja, was machen wir denn dann? Das ist die große Frage. Warum habe ich die Tür eigentlich abgeschlossen? Das ist jetzt tatsächlich die große Frage. Was machen wir damit? Haben wir hier eigentlich akzeptiert? Ja, haben wir. Okay. Okay. Dark Young Meat. Das könnten wir eigentlich mal ganz nach oben schieben. Alles verbieten. Ups, das kommt wieder zurück. Dark Young Meat. Das muss immer gemacht werden. Für immer. Und die Insekten können wir eigentlich da auch reintun. Alles, was so Insekten ist. Insekten. So, das soll auch immer gemacht werden.
Naja, da wird wieder richtig viel Steine hergestellt. Die Fallen werden auch langsam wieder aufgebaut. Das dauert halt gerade ein bisschen. Wir bräuchten, glaube ich, ein bisschen Holz. Ich glaube, daran hakelt es gerade. So. Hier mal ein bisschen Holz abbauen hier unten. Dass die gar nicht so weit fliegen brauchen. Zoe, was machst du? Du gehst die Falle bauen. Okay, perfekt. Okay. Ja, okay. Ich glaube, das wird passen. Gut. Da oben brennt alles. Das ist nicht so schön, aber kann ich gerade nichts machen. Oder ich will einfach auch nichts machen, sagen wir mal so. Wir haben immer noch nicht einen Raum komplett fertig. Also vom Boden her. Die ausgebauteste Raum ist tatsächlich die Werkstatt. Oh oh. Oh, ich sehe schon wieder Böses. Ich sehe schon wieder Böses. Ja, genau. Genau das. Rettet das Vieh. Rettet das Vieh. Okay, wir haben es gerettet. Sehr gut. Dass die so weit laufen können, ne, das ist eigentlich eine Frechheit. So. Okay, aber wir haben wieder drei neues Vieh. Haben wir wieder keinen Strom mehr? Wo ist denn jetzt schon wieder der Strom alle hin? Also, manchmal weiß ich auch nicht, was hier passierte. Aber, Faye wird unterrichtet. Wie geht's eigentlich Faye? Die müsste doch auch langsam, oder sie müsste langsam auch irgendwann Level Up haben, ne? Naja, hat, und ist 98% übrigens, 99% Lerndrang, 100%. Also der geht's gut bei uns. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also lernen kann sie hier. Maschinenbau ist auch so gut wie fertig. Das passt. Heißt also, auch da können wir bald weitermachen. Bergbau magst du noch nicht so ganz, ne? Nee, leider nicht. Leider magst du ja Bergbau noch nicht. So, dann machen wir das auch nochmal weg. Und dann auf geht's. Gut, gut. Gut, gut. Oder auch nicht so gut. Man weiß es nicht. Also ich bin's gut. Ich bin zufrieden gerade. Also ich bin wirklich zufrieden gerade. Es läuft ein bisschen schleppend, aber wie gesagt, also es läuft. Wir müssen langsam, also wir haben wieder das große Problem, was wir letztes Mal auch schon hatten. Wir haben und hatten keine Verteidigung in den letzten und in diesem Folge oder in dieser Kolonie. Wir müssen Verteidigung bauen. Also das hier ist für mich noch keine Verteidigung. Wir müssen hier wirklich ganz, ganz dringend langsam mal ein paar Bunker hinbauen. Oder Geschütztürme oder ich weiß nicht, automatische Selbstschussanlagen. Mir ist es kackegal. Wir sollten aber da irgendwas hinbauen. Einmal für den Schutz von hier unserer Base und einmal müssten wir das hier unten langsam auch mal hinbauen, weil hier hatte ich jetzt ja schon geplant. Also hier sollte ja auch was hin. Aber irgendwie komme ich wieder nicht dazu, das aufzubauen. Ich bin langsam ärgerlich darüber. Ich mag es langsam nicht mehr. Aber wir haben halt immer so viele Forschungen, die wir eigentlich vorziehen müssen und sollten. Wir haben zu wenig Forschungsleute, die gerade forschen wollen. Weil wenn ich jetzt hier durchgucke, wir haben genau einen Forscher, der auch wirklich forschen kann. So, jetzt sieht man besser. Genau. Also wir haben zwar Leute, so die so in die Richtung gehen, aber eben keine Forscher sind. So, und das ist halt das große Problem, was wir aktuell haben. Ihn können wir eigentlich mal ausmachen. Er kann das nämlich auch nicht und deswegen braucht das auch nicht machen. Genau. So. Okay, er baut jetzt auf jeden Fall den Ofen. Ich weiß halt nicht, wo ist denn der ganze Strom jetzt? Sind das die Lampen? Ja, die Lampen verbrauchen natürlich ein bisschen was. Kannst du das nach deiner Mahlzeit bitte machen? Danke. So, dann baut er das auf.
Hier liegen super viele Sandsteine. Aber es wird hier gerade nichts gemacht. Was machen die Bots denn gerade? Kannst du das befüllen, bitte? Danke. Was treiben die Bots denn gerade? Ach, die bauen die Verteidigung auf, ne? Ja, ja, ist okay. Das ist verständlich. Hier haben wir übrigens zwei neue Getiers, was wir abholen können. Einen Esel, einen Biber. Ein Waschbär, Entschuldigung, kein Biber. Wie kommen hier denn jetzt auf Biber? Ein Waschbär natürlich. Wir haben immer noch jemanden ohne Waffe. Sollten wir vielleicht auch mal wieder eine nachbauen. Sonst liegt hier keine Waffe rum, oder? Also ich sehe jetzt gerade im Anhieb keine. Nö. Da liegt nichts, da liegt nichts. Da ist auch nichts. Ah, die Türen werden gebaut. Dann dürften auch jetzt bald wieder der Boden ein bisschen gelegt werden. Wie gesagt, wir haben hier insgesamt 1200 Blöcke. Also da dürfte so ein bisschen was zusammenkommen eigentlich. Wie sieht's aus? Kannst du das nur verteilen? Moment. So, nee, mehr brauchst du nicht. Ich wollte eigentlich nur, dass du es ein bisschen verteilst. Ich möchte mal gucken, ob dann die Botties dahin fliegen und da irgendwas machen. Aber nein, tun sie nicht. Ihn tue ich mal ganz kurz deaktivieren. Den würde ich tatsächlich gerne mal reparieren lassen. Aber ich glaube, der braucht einen Palstahl. Nee, nur Stahl. Oh, kein Palstahl, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich dachte, ich habe jetzt wirklich gedacht, wir brauchen Palstahl dafür. Aber alles easy. Er wird gleich also irgendwann repariert von irgendjemandem, hoffe ich doch, der gut im Handwerk ist. Wer ist denn hier gut im Handwerk? Der nichts kann. Der hat auch nur 3, 4. Der hat 5, der. Dann reparier doch mal. Bitte einmal das Dingen. So, dann. Dann sieht das nämlich wieder ein bisschen schicker aus. So, okay. Und ich sage, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr denn Lust habt. Bis dahin. Tschüss.